Es war eine Art Rettungsaktion. Es war, wir haben dieses Kunstwerk gerettet vor weiteren Blicken. Mein Name ist Caroline Bacharach. Ich besitze zusammen mit meinem Mann Deutschlands größte private Kunstsammlung. Wir wurden gebeten, zu ausgewählten dieser Werke einen bisschen entstehungsgeschichtlichen Hintergrund zu geben, aber auch den Weg, wie dieses Kunstwerk zu uns gekommen ist und warum wir uns für das jeweilige Werk entschieden haben, warum wir es ausgewählt haben. Der Zirkel ist sehr eine zwiespältige künstlerische Erscheinung. Sektenartig organisiert, eine Künstlervereinigung, die in Argentinien sich zusammenfand, um einen Künstler namens Carius Baristor, der innerhalb dieser Sekte fungierte als eine Art Guru. Als eine Art Guru. Man könnte es Guru nennen. Es hat leicht kunstreligiöse Anstriche. In Deutschland vielleicht am besten zu vergleichen mit dem George-Kreis. Eine Versammlung von Menschen, die in ritusähnlichen Sessions Kunst hervorbrachten, um Schönheit zu generieren. Nicht im Sinne von Ästhetik, wie wir es heute begreifen, sondern als strukturierendes Prinzip des Universums. Und dieses Prinzip kann man nicht erschaffen. Man kann dieses Prinzip nur sichtbar machen, sich selbst offenbaren lassen in der Kunst. Dann stellt sich natürlich ganz unmittelbar die Frage, wie werden wir dieses Strukturprinzips habhaft? Wie können wir es schaffen, dieses Strukturprinzip zu greifen? Es taucht ja nur manchmal auf. Es ist ja nur hier oder da. Aber es ist ja nicht absichtlich reproduzierbar, weil immer in der Reproduktion mit Absicht der Geist dieses Schönheitsprinzip verfremdet. Das ist eine sehr radikale, sehr weitreichende Idee, die natürlich Auswirkungen hat auf die Kunstproduktion. Also es wurden die chemischen Fotobäder selbst manipuliert mit natürlichen Materialien. Natürliche Materialien sind am nächsten am Universum dran, am wenigsten kulturell überformt. Und durch Eingabe dieser Materialien in diese chemischen Bäder wurde die Essenz des Natürlichen sichtbar gemacht. Dass auf dem Foto, auf der Fotografie nichts ist, was vor einer Linse stattgefunden hat. Unheimlich interessant, gerade vor dem Hintergrund von Benjamins das Kunstwerk im Zeitalter seiner technischen Reproduzierbarkeit. Wenn man daran denkt, dass hier etwas reproduziert wird, also Fotografie, aber dabei nicht Wirklichkeit abbildet, ist das ein unglaublich neuer philosophischer Gedanke, der in die Kunst hineingetragen wird. Auf natürliche Art und Weise Kunst zu schaffen und dabei Wirklichkeit mit einem Medium, das reproduziert, zu verbinden, ohne Wirklichkeit tatsächlich abzubilden. Es ist für die damalige Zeit kaum denkbar. Kyrie Plata Muerte XR ist das bekannteste Werk, das Baristor bzw. der Kreis um Baristor hervorgebracht hat in diesen nächtlichen Sessions. Das ist ein Werk, das ist nicht zu erwerben auf dem Kunstmarkt. Das möchte man, aber das ist nicht möglich. Wir haben tatsächlich ein Werk des Zirkels in unserem Besitz, was wir vermeiden, öffentlich zu zeigen. Da ist im Zirkel der genau darum eben geht. Ästhetik ist nichts Menschengemachtes und es ist auch nichts, was Menschen sich aneignen sollten, sondern es ist etwas, was im Verborgenen, im Natürlichen
bleiben soll. Deswegen haben wir schon, indem wir es erworben haben, so weit in diesen Prozess eingegriffen, dass wir es nicht überstrapazieren möchten und es deshalb im Lager haben und nicht bei uns. Ja. Diese Kunst ist für eine sehr ausgewählte, sehr spitze Zielgruppe gemacht. Und wir versuchen, diesen Wunsch der Künstler zu respektieren. Wir haben dieses Kunstwerk uns nicht angeeignet, um es zu besitzen. Wir haben es auch nicht bei uns, weil wir es unbedingt in unserer Nähe haben wollten. Es war eine Art Rettungsaktion. Wir haben dieses Kunstwerk gerettet vor weiteren Blicken und weil wir finden, dass es schützenswert ist. Ja, das ist ein sehr schönes Bild. Ja, wir haben es gerettet, ja.